Moin Moin, und da sind wir wieder zurück. Und jetzt in Genau. Götterfels. Müssen wir, glaube ich, hier runter. So, wo ist denn hier der Lila? Hier, bei mir. Da. No. Oh, da hat einer sehr viele Erfolge noch zu machen. Okay, Präzision, Stellung halten, Früchte. Ich hab alles. Also furchtlos, das können wir vergessen, weil du machst furchtsam. Den Trickstep dann. Stellung halten und Da Präzisionsklinge. Da steht tun wir auch mal gucken nichts vorher. dabei, was man machen soll. Ja, Moment, bei den auch ich schau mal. Stellung halten und Präzisionsklinge. Ich glaube, kann man eh im Prinzip nur eins machen, gleichzeitig wahrscheinlich. So, Stellung halten, Stellung halten. Also Stellung halten, Nee, das ist Präzisionsklinge halt, warte macht, hast du auch noch mal. nicht. Falsche Stellung halten war das. Wenn es dasselbe. Gibt es dreimal? Welche ist denn das? Ah ja. Überlebt den Angriff mindestens 5 Minuten. Okay, das ist etwas schwierig. Und das andere ist Präzisionsklinge. Mal gucken. Ach, das habe ich auch noch nicht. Besiegt 50 Eindringlinge. Also das sind 5 Runden. Autsch, das ist schwierig. Okay, eins von beiden. Wir können es mal probieren dann. Ja. Also Stellung halten und da müssen wir 5 Minuten nachher dann überleben bei dem Teil. Ja. Keine Das ist Ahnung, so wie das schwer, weil passiert. wir den viel schneller töten, oder wie? Nee, weil die immer stärker waren. Das sind immer 10 Gegner und die werden immer stärker. Okay. Ja, und wenn alle Gegner erledigt sind, dann kommen die nächsten 10. Deswegen, das mit 5 Minuten ist in dem Sinn leichter, wenn man gar nichts, niemand killt, sozusagen, weil man dann quasi Ja. die schwächsten Gegner hat. Ja. Man muss nur auch den Haltern am Leben bleiben. Man muss am Leben bleiben. Ja? Wenn Die, wir müssen, glaube angeschlagen ich, ist hier hoch. übrigens auch ungültig. Ja? Wenn du angeschlagen bist, ist Ja. schon zu Ende. Das Da macht es seid so ihr ja schwierig wieder. auch. Durchaus. Eure Okay. Vorstreiterin Wir hat mich probieren es. gebracht. Und ich möchte euch erneut fragen, was ihr mit den Aspekten vorhabt. Vorstreiterin Kerida. Genau. Ah, so heißt sie also. Wir hatten bisher keine Gelegenheit, uns einander vorzustellen. Nun, ich kann euch zu den Aspekten nichts sagen. Habt ihr sie gefragt? Entgegen anderslautender Gerüchte bin ich nicht tot. Hört auf, über mich zu reden, als wäre ich nicht hier. Anis, sagt ihr, dass ihr den Aspekt aushändigen soll? Der Kommandeur möchte wissen, was ihr mit ihnen vorhabt. Ich werde den Schwur leisten, wenn es nötig ist. Aber ich kann euch den Aspekt nicht anvertrauen, ehe ich sicher bin, dass er nicht missbraucht wird. Ihr habt ihr von dem Eid erzählt? Über den Eid zu sprechen, wird mich nicht umbringen. Die Geheimnisse zu enthüllen allerdings schon. Außerdem wollte sie das Thema einfach nicht ruhen lassen. Ihr gehört nicht zur glänzenden Klinge. Wir würden es niemals zulassen, dass ihr den Eid ablegt. Ich persönlich halte das ja für eine wunderbare Idee. Mir fällt keine Verbündete ein, die vertrauenswürdiger und nützlicher ist. Was? Folgt mir, Kommandeur. Ich werde euch dem inneren Kreis der glänzenden Klinge vorstellen. Alter, da. Feuer doch, oder? Mir Weiß sind nicht, jetzt so zu viele viele Leute Feuerwasser, kaputt. aber Unglaublich, wie Glänzende viele Klinge Schmerzen das verursachen hatte wird. damit doch Der Eid nichts bezieht sich nur darauf, Geheimnisse zu bewahren, oder? am Hut, oder? Es geht Das ist um schon so mehr als lange nur um her. das Versprechen, unsere Geheimnisse zu wahren. Für die dabei verwendete Magie ist es erforderlich, bei euch bestimmte Gefühle zu entfachen. Was muss ich tun? Ich kann der Königin nicht auf Abruf zur Verfügung stehen. Ich muss eine wichtige Mission zum Abschluss bringen. Ihr werdet eine außerordentliche Agentin sein. Unter der Voraussetzung, dass ihr nicht gegen Kryta arbeitet, werden euch bestimmte Freiheiten eingeräumt. Vorstreiter und Vorstreiterinnen,
Leiht mir euer Ohr. Ich bringe euch jemanden, der so. Den Vertrauenseid ablegen und die glänzende Klinge unterstützen möchte. Da es zweckdienlich ist, frage ich euch nun, gibt es jemanden unter euch, der oder die sie nicht kennt? Gut, euer Ruf eilt euch anscheinend voraus, Kommandeur. Lasst uns also beginnen. Im heiligen Licht der glänzenden Klinge berufe ich diese Versammlung ein. Kreiter und Königin Jenna seien gesegnet. Gesegnet seien Kreiter und Königin Jenna. Vorstreiter Mehit, würdet ihr bitte die Leitung übernehmen? Es ist mir eine Ehre. Kommandeur, willigt ihr freiwillig und ohne Zwang ein, in das Feuer des Schmieds geworfen zu werden? Ja. Vorstreiter und Vorstreiterinnen, spricht sich unter euch jemand gegen diese Bittstellerin aus? Ich möchte darauf hinweisen, dass sie nicht innerhalb der Ränge aufgestiegen ist. Also können wir uns bei unserem Urteil nur auf Hörensagen verlassen. Hört mir zu. Ich stehe persönlich für ihre Ehre und Aufrichtigkeit ein. Ich beobachte sie schon seit vielen Jahren. Ihr habt... Was? Ich habe sie große Taten vollbringen sehen und weiß, wie viele Opfer sie bei der Verteidigung Tyrias erbracht hat. Ich kann ihre Rechtschaffenheit bezeugen. In einer Zeit, in der die Altdrachen zur Gefahr für die gesamte Welt werden, kommt Kreiter nicht umhin, auf ungewöhnliche Verbündete zu vertrauen. Ich vertraue dieser Verteidigerin Tyrias. Harte Zeiten erfordern drastische Maßnahmen. Ich ziehe meinen Widerspruch zurück. Sonst jemand? Nein? Ja, ich. Brüder und Schwestern, ich frage euch, wie soll die Bittstellerin unserer Sache gegenüber aufgeschlossen werden? Indem sie gehärtet wird. Schön warm. Ja. Jetzt abschrecken einmal. Die unzerbrüchliche Rechtschaffenheit genau. Der Bittstellerin beurteilen. Indem sie abgeschreckt wird. Ich bin doch kein Ei. Wie wird die Entschlossenheit der Bittstellerin beurteilt? Indem sie in Form gebracht wird. Wir sind die Feinde der glänzenden Klinge. Ihr werdet uns alle ihre Geheimnisse verraten. Tut es oder verwirkt euer Leben. Dann werde ich meine Aufrichtigkeit mit ins Grab nehmen. Ihr tut Unrecht. Bäm. Seid bereit, einen finsteren Abschnitt unserer Geschichte zu erleben. Dadurch wird in eurem Herzen die Empathie für die glänzende Klinge geboren. Kämpft, als ob euer Leben davon abhänge. Bleibt am Leben, solange ihr könnt. Kira spiele dieses Mal ich. Ausnahmsweise seid ihr einmal Shadow. In Ordnung. Also hier kommen immer 10 Gegner und die werden immer... stärker. Jede Runde. Am besten möglichst nicht so heftig draufhauen, sondern eher es ruhig angehen lassen. Und du kannst die als Instanz öffnen, die wiederbeleben mit einer Fähigkeit. Okay. Sehr süß, immer nicht. Es kommt noch. Okay. Ihr habt uns an den weißen Mantel verkauft. Wie konntet ihr nur? Ich werde euch die hinterhältige Kehle durchschneiden. Zu den Waffen. Kira, holt Verstärkung. Wir werden ja, den hauen wir mal. Damit ihr entkommen könnt. Unverwundbar. Los. Nein, Shadow. Ihr geht. Ihr wisst zu viel. Wir können das Risiko, dass ihr gefangen genommen werdet, nicht eingehen. Unverschämt. Achso, da. Jetzt sehe ich die Leute. Okay. Ach, dann dürfen die Arbeit machen. Du siehst hier einen unten liegen, den kannst du aufheben. Ja. Ich suche gerade nur nach den Leuten, die aufheben. Ich kämpfe gar nicht aktiv. Wenn man einen 5-Minuten-Erfolg macht, dann kämpft man eigentlich gar nicht, sondern lässt die NPC die Arbeit tun. Ja, das mache ich ja gerade. Und wenn ich das richtig verstehe, kann man dann immer noch die 50 machen, oder?
Ja, wenn man dann am Leben bleibt. Ne? Der Tod ist nicht in der Hoffnung, dass die NPCs nicht schnell genug töten. Naja, ein NPC ist unsterblich in dem ganzen Schlamassel. Ein einziger. Und das heißt, dieser eine NPC, der könnte alle Gegner erledigen. Ja, okay. Sofern du überlebst. Ja. Du darfst aber nicht angeschlagen werden, das ist auch so ein Punkt. Mhm. Jetzt noch 3 Minuten durchhalten, also nee, noch, ja, noch 3 Minuten durchhalten. Mhm. Wir gucken uns von der Ferne an. Mhm. Ja. Sehe ich, ihr seid... Bin schneller als ein Centaur. Möglicherweise habe ich alle Erfolge, deswegen. Ich bin total irritiert, Sascha, dass du so vorbildlich bist. Ja, ja. Ja. Spielst du heimlich mit Ole Sacker und. Nein. Nee, Ole mit seinem. Ja, so rum, genau. Erfrischend. Zeit, echten Schaden anzurichten. So, ich habe mal schon 30 Gegner, aber noch 2 Minuten, das wird hart jetzt. Oh ja, man merkt, ouch. Downstead. Kann ich nicht retzen? Ja. Ja, das ist das Problem. Ja. Und dadurch ist der Erfolg weg. Ja, ja, ist halt so. Haben uns aber er ist tapfer durchgehalten. Ich hoffe, Shadow könnte fliehen. Tod all überall. Eine beeindruckende Darstellung. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass das dramatische Genre euch gut liegt. So, hier machst du den Erfolg furchtsam. Ja, und zwar, da kommen an den Wänden, in den Ecken dieses Raums stehen da, also kommen ab und zu Geister, die schießen was, so eine Hand auf dich. Und bei denen kannst du dir so einen Buff abholen, so einen Special Guy. Ja? Ja. So, und damit kannst du den Gegner quasi ein bisschen... ja, unschädlich machen. Und der Gegner hat eine schlechte Angewohnheit. Immer wenn du ihn triffst, kriegt er 4% Schadensresistenz. Wenn du ihn 25 Mal triffst, ist er immun gegen Schaden. Das heißt, du musst dann immer Pause machen, bis es wieder weggeht. Ist also zeitlich begrenzt. Und du kannst natürlich mit dem von den Geistern des Zeugs, kannst du ihn auch platt sozusagen das weghauen. Deswegen immer an den Geister, wenn so eine Hand kommt, zum Geist rein und das Ding machen, weil das, damit geht es am schnellsten. Ja, okay. Ich gucke mal, dass ich die sehe. Der Gegner ist nämlich deine Furcht, deine Angst, dein Zweifel. Genau, du musst ihn einfach mal angreifen. Okay, dann natürlich volle Power draufballern, möglichst viel Schaden machen statt wenig. So, wir können dich ein bisschen unterstützen, indem wir den Special Kite benutzen. Da hin, hier hingehen, hinlaufen und rechtzeitig schnell und das Ding holen. Ah, ja, zu spät. Zu langsam. Ja, also auf den nächsten aufpassen und dann. Wie gesagt, die anderen, die können Special Kite benutzen. Na, hab ich schon. Da ist wieder. So. Und jetzt kannst du mit der Fähigkeit die ein bisschen runterholen.
So, und jetzt drauf. Auf sie. Die Stärke des Rudels. Oh. Gucken, welche Buffs der jetzt hat. Zeit, ne? Echten Schaden anzurichten. So. Ja, komm schon. Lup, der Stab so. Ist weg. Auf sie! Und Mordomos unsere Flotte vernichtete. Ja, du wirst wohl noch einpointen. Ja. 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 Irgendwo ein Geist. Das spürt ihr noch tagelang. Hat sich wegen euch gegen meinen Trupp entschieden. Und jetzt ist sie ganz alleine. Und der Erfolg furchtsam, der ist das Gegenteil. Da darf man die Geister nicht zu Hilfe holen. Na, da. Das ist. Und. Ja, das ist schwer. Sehr schwer. So. Ich hab ihn noch nicht. So, da hinten ist er. Außerdem kann es immer nur der Instanzöffner den Erfolg machen. Das ist auch ein Oberste Punkt. Vorstreiterin, sie hat sich bewiesen. Sind wir bereit für ihr Gelöbnis? Das sind wir. Jetzt wartet nur noch die Reise durch magische Dunkelheit zu der Heiligen Kammer auf euch, in der ihr den Eid leisten werdet. Vertraut mir, ich werde euch heil dorthin bringen. Ja. Nachdem wir die Wunden unserer Vergangenheit geteilt haben, werden wir jetzt unsere Zukunft stärken. Dieser Eid verpflichtet euch, unsere Geheimnisse zu verteidigen. Enthüllt ihr sie, wartet auf euch die Todesstrafe. Sprecht mir nach. Ich bin gebunden durch das Blut aus den Adern der glänzenden Klinge. Ich bin gebunden durch das Blut aus den Adern der glänzenden Klinge. Mir obliegt es, die Geheimnisse der glänzenden Klinge jenseits dieses Kreises zu schützen. Eher sterbe ich, als dass ich diesen Eid breche. Es wurde gelobt und so soll es nun sein. Wem wir unser Vertrauen ausgesprochen haben, ist nun in unsere Mysterien eingeweiht und wird das Königreich beschützen. Ihr seid eine verehrte Agentin der zeitlosen, glänzenden Klinge. Jetzt können wir euch von unseren Geheimnissen berichten, ohne Strafe befürchten zu müssen. Na, endlich. Und vergesst nie, dass Reden sterben bedeutet, wo wir gerade dabei sind. Erzählt. Nun gut, dann werde ich jetzt wohl eure Frage beantworten. Wie lautete sie noch einmal? Oh, wie amüsant ihr seid. Ihr wisst genau, was ich will. Durchaus. Ihr wollt Balthasar und ich will Lazarus. Solange die Aspekte irgendwo dort draußen sind, ist Kreiter nicht sicher. Ihr habt vor, sie zu vernichten? Nein. Sobald sie alle in meinem Besitz sind, werde ich ihn mit ihrer Hilfe wiederbeleben. Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ich habe ähnlich reagiert, auch wenn ich zu etwas drastischeren Formulierungen gegriffen habe. Wenn er wiederbelebt ist, werde ich die geballte Kraft meines kreitanischen Zorns auf ihn niederprasseln lassen. Ich werde ihn vernichten und das wird die Mossad für alle Zeiten aus Tyria verjagen. Was? Wir haben den weißen Mantel bereits handlungsunfähig gemacht? Es wird Zeit, den letzten Mossad auszulöschen. Kommt ihr? Ihr denkt, ihr könntet das Auge finden? Aber mit Sicherheit. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Wenn das nicht funktioniert, könnt ihr aber jetzt schon davon ausgehen, dass ich mir ein... Ich hab's doch gesagt, nicht verkneifen werde. Verstanden. Ich habe einen Plan. Es gibt widersprüchliche Nachrichten darüber, wo sich das Auge aufhält. Es könnte sein, dass es eine Weile dauert, es ausfindig zu machen. Also, teilen wir uns auf. Ihr geht nach Orr. In Löwenstein wird ein Schiff auf euch warten. Wir treffen uns wieder, sobald wir das Auge gefunden haben. Ihr versucht also schon wieder, mich loszuwerden? Warum schaut ihr nicht in Ratasum vorbei? Von meiner Gildenkameradin Taimi bekommt ihr so ein Kommunikationsgerät, wie ich es habe.
Damit ihr mich überwachen könnt? Nein, damit wir immer wissen, wo der andere ist. Ist eigentlich dasselbe. Ja. Ja. Boah, das war aber lange gesabbelt, wa? Tja. Ja. So, ja, achso. Mit dem, wo ich hier rumoxidiere, brauchst du die unternehmen, ne? Die hinten, wenn sie selbst sprechen, ist okay. Vorlesen will ich jetzt nicht. Ach ja, die Frage ist, hast du hier diese Bücher und so des Zeugs wie hier zum Beispiel schon? Guck mal, ob da ein Erfolg aufpoppt. Moment. Nee. Ich meine, wir haben mal Bücher gemacht. Die Sammlung. Da kann ich mich noch dran erinnern mit Ole, dass wir hier zweimal drin waren. Ah ja, gut, dann ist eigentlich ja da nichts mehr, denke ich. Ja, dann können wir Zaubersingerlande besuchen. Gut, mal ein Buch reingucken. Zug schließen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.